Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AVA Media Kanal an. Heute werde ich euch über Game Libraries, also Spielbibliotheken, sprechen, wie ihr heutzutage Spiele, jede Menge Spiele legal auf eure Computer haben könnt, wie das heutzutage geht. Also, wenn euch das Thema interessiert, abonniert den Kanal und bleibt mit uns, wir legen sofort los. Wie gesagt, Spielbibliotheke. Das ist das Thema heute, wie man aktuell Spiele auf ihrem Computer haben kann. Die beste Lösung sind Spielbibliotheken. Der beste und größte Spielbibliothek zurzeit auf der Welt ist wahrscheinlich Steam. Neben Steam sind aber einige andere auch auf dem Markt, wie zum Beispiel Epic Games. Epic Games habe ich zum Beispiel nur deswegen, weil der Spiel Satisfactory nur durch Epic Games vertrieben wird. Es sind natürlich Spiele, die auch auf beide Plattformen zu erreichen sind und es gibt Spiele, die nur auf einer oder der andere zu erreichen ist. Gutes Beispiel ist dazu Origin Games, was eigentlich der Eigenmarke vom EA Sports Games ist, wo man mit FIFA 20 oder der Sims 4 spielen kann. Sims 4 und FIFA 20 ist nirgendwo anders erhältlich als bei der Game Library vom EA Games, also auf Origin selbst. Welche Vorteile bekommt ihr beim Benutzung vom Steam? A. Alle eure Spiele sind in einer Bibliothek zusammengefasst. Ihr könnt die einfach installieren, löschen. Installierte Spiele sind hell dargestellt. Nicht installierte, aber Spiele, die ihr besitzt, sind dunkel hergestellt. Und so könnt ihr sofort ein beliebiges Spiel mit einem Klick installieren und damit spielen. Wenn ihr wenig Speicher auf dem Computer habt, könnt ihr das deinstallieren. Bei der nächsten Installation sind alle eure Save Games, also die Spielspeicherungen, wieder genauso erreichbar wie vorher. Steams auf der anderen Seite kümmert sich darum, dass eure Spiele, die installiert sind, ständig up to date sind. Das heißt, hier kann man zum Beispiel sehen, dass MudRunners heute um 12 einmal Update runtergeladen wurde. Das sind größere und keine kleinere Updates ebenfalls. Also ihr seid ständig up to date. Der nächste Vorteil ist, dass Spiele, die ihr in der Library auch gesucht habt, aber noch nicht kaufen könnt oder wollt, dann könnt ihr diese Spiele auf die Wunschliste stellen und später die kaufen, wenn die entsprechend eine Rabatt zugefügt sind. Hier könnt ihr sehen, dass Transport Fever 2 mit 25 Rabatt, Prozent Rabatt zu kaufen ist. Allerdings, man kann auch Spiele mit sogar 90% Rabatt finden, wie der Van Helsing hier. Es ist wichtig zu wissen, dass ich etwa 150 und ein bisschen mehr Spiele habe. Jede dieser Spiele habe ich gekauft, wenn es mindestens 70% Rabatt gehabt habt. Und dadurch bezahlte ich nur 30% oder sogar nur 20% des Spielwerts. Beim Weihnachten sind immer Rabatte üblich. Wenn ihr Spiele auf eure Wunschliste stellt, dann kriegt ihr auch beim größeren Rabatten explizit eine E-Mail vom Steams: Leute, ein Spiel auf eurer Wunschliste oder mehrere sind 80% reduziert und ihr könnt die jetzt preisgünstig kaufen. Ausgerechnet deswegen, weil hier sind auch Spiele, die manchmal sogar 60, 70 Euro kosten, wie zum Beispiel hier X-Plane und Assassin's Creed. Diese Spiele werde ich erst kaufen, wenn die mindestens 70% oder möglich 80% gesenkt sind.
Hier in dieser Liste seht ihr, dass diese Spiele sind auch für mehrere Plattformen verfügbar. Das heißt, Steam kümmert sich immer darum, dass diese Spiele auf eure Computer auch richtig funktioniert. Hier X-Plane zum Beispiel für Windows, für Apple und auf Linux verfügbar und auch in VR, also Virtual Reality, verfügbar. Es gibt auch Spiele in Early Access. Was heißt das? Man kann Spiele vor den tatsächlicher Veröffentlichung schon kaufen und bei dem Entwicklung mit tätig sein. Das heißt, die Spieleentwickler kriegen Informationen über Fehlern und ihr könnt auch Informationen über diese Fehlern und Probleme an die Entwickler zuschicken. Auch Spiele, die jetzt noch nicht veröffentlicht sind, könnt ihr schon auf eure Wunschliste hinterlegen und sobald diese Spiele einmal zum Kauf angeboten sind, dann kriegt ihr sofort eine E-Mail und dann könnt ihr diese Spiele kaufen. Natürlich, Spiele, die gerade veröffentlicht wurden, haben immer einen gewissen Rabatt in die ersten Tage oder vielleicht Wochen. Also, ihr sollt da nicht draus bleiben. Ihr könnt auch Spiele für eure Verwandten und Freunde kaufen. Dabei müsst ihr beim Kauf das Spiel einklicken, das ihr als Geschenk kauft und dann kriegt ihr einen längeren Code und hier beim Spiel hinzufügen können eure Freunde die von euch als Geschenk gekaufte Spiele aktivieren beim Eintragen des Codes und dadurch erscheint dieses Spiel in deren Bibliothek und die können das sofort installieren und damit mit dem Spiel loslegen. Ihr könnt auch beim Steam eine sogenannte Familienkonto anlegen. Das heißt, ihr könnt eure komplette Bibliothek mit einer eurer Familienmitglied teilen und die andere kann jederzeit mit deinen Spielen spielen. Einzige Ausnahme ist, ihr könnt nicht gleichzeitig mit dem gleichen Spiel spielen. Steam könnt ihr natürlich auf mehrere Computer installieren. Das heißt, wenn ihr auf zwei verschiedene Computer manchmal spielt, es ist auch absolut kein Problem, den Steam Client auf eine andere Computer installieren. Dort seht ihr den gleichen Library. Ihr könnt die Spiele runterladen. Wiederum einzige Ausnahme, ihr könnt nicht auf die zwei Computer gleichzeitig spielen. Und was ist dann, wenn ihr kein Budget habt, um Geld auf Spiele auszugeben? Ist auch kein Problem. Entweder geht ihr zum Shop und unter Spiele kostenlos könnt ihr die ganzen Spiele sehen, die ohne Bezahlung verwendbar sind. Das sind kostenlose Spiele. Oder ihr könnt auch Spiele spielen, wie zum Beispiel die Spiele vom Wargaming, World of Tanks, World of Warships oder World of Warplanes. Die sind total coole Spiele, wo ihr nichts dafür bezahlen müsst. Und zum Beispiel durch Steam könnt ihr auch War Thunder erreichen. War Thunder ist ein sehr ähnliches Spiel, die Wargaming macht sehr hohes Qualität, aber das Spiel ist kostenlos. Das heißt, für dieses Spiel habe ich keinen Cent ausgegeben. Man kann jederzeit online mit anderen User zusammen spielen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf den Like-Button, abonniert diesen Kanal und teilt dieses Video mit euren Freunden, dass ihr dann später online zusammenspielen könnt. Ciao, ciao!